Hier nochmal die zweite Etappe in der Übersicht. Wir sind also hier in der Oase gestartet, rausgefahren zum neuen Dorf am Monument. Am Monument draußen war der Start. Und das ging hier erstmal nach Süden, halt nicht so weit. Richtung den Gürtel hier sind wir auch hier in dem Bereich in die Dünen eingestiegen. Geplant war wohl, dass es dann hier weitergeht, hier ein Stück Ebene und dann hier zurück auf die Piste. Wir haben allerdings hier schon gemerkt, dass es uns schwer fallen wird, hier durchzufahren. Wir waren einfach noch zu unerfahren, hatten immer noch den falschen Luftdruck, das heißt viel zu viel Luft in den Reifen, und haben uns dann hier an den Dünen entlang geschlichen und sind hier wieder auf die Strecke gekommen. Hier gab es also einen GPS-Punkt. Und als wir hier waren, kam uns schon das Quad entgegen. Und wir sind dann die weitere Strecke, das sind alles Pisten hier, ganz wenig nur versandet, weitergefahren, hier nur so im Tal lang, bis zum Exitpunkt und dann über die Piste hier zurück wieder in die Oase. Heute also der zweite Tag in Wertung. Auf den ersten Blick ist noch alles dran im Auto. Auf den zweiten Blick weiß ich, dass es doch schon einige Blessuren gab. Und das nach dem ersten Tag in Wertung. Das macht mir ein bisschen Sorgen, dass wir schon so viel Verbogenes und Kaputtes am Auto haben. Der Blick auf die Ergebnisliste hat gezeigt, dass nur zwei Teams die komplette Strecke fehlerfrei gefahren sind. Das war einer der anderen hier und wir. Allerdings zeigt es auch, dass wir ungefähr die doppelte Zeit brauchen und dabei sind wir meiner Meinung nach viel zu schnell gefahren. Also so mal eben mit dem Niva und zwei, drei Verbesserungen so eine Rallye fahren ist eben doch nicht. Heute kommt viel, viel Piste, wie man hier so sieht, und auch einiges an Dünen. Nicht so wie hier. Wir werden uns mal überraschen lassen, was wird, und eventuell auch einen vorzeitigen Ausstieg in Kauf nehmen. Zu Anfang hier über eine Ebene mit ein paar Fahrspuren, so richtig Piste kann man das nicht nennen, das führt immer wieder auseinander und wieder zusammen, hatte man also nur mit den GPS-Punkten eine Orientierung, wo man hin musste, hier kurz vorm Dünengürtel. Kurzer Kontakt mit der einheimischen Tierwelt und da haben wir schon vor dem Dünengürtel gestanden. Also, wo wir jetzt hier stehen, da stehen wir nicht gut oder zumindest stehen wir hier nicht richtig. Wir hätten müssen irgendwo da hinten in den Dünengürtel einstechen müssen. Haben wir auch versucht und es ging sicherlich ist das machbar, aber nur mit viel Schwung und mit viel Motordrehzahl. Und das geht doch unheimlich ins Fahrwerk und auch so ein bisschen für uns in die Motortemperatur. Deswegen haben wir uns entschlossen, da bei Zeiten abzubrechen, sind umgedreht, wieder rausgefahren. Wir fahren jetzt hier am Rand von diesem Dünengürtel entlang auf einen GPS-Punkt zu, der dann vermutlich wieder kriegen wir sicherlich ordentlich Strafzeit draufgebracht. Aber wir haben hier am zweiten Tag kein Auto kaputt gemacht und können die restlichen 8 Tage noch versuchen, die Rallye zu bestreiten. Mittlerweile sind wir wieder auf der Rallye-Strecke und natürlich jetzt ordentlich abgekürzt, diese ganzen Dünen weggelassen, sind jetzt hier auf der Hochebene. Da im Hintergrund ganz, ganz hinten eine riesengroße Schafherde, wo wir eben durch mussten. Und wir sind aber schon nicht die Führenden, uns hat schon das schnelle Quad geholt und ist schon in Richtung der nächsten Wegpunkte entschwunden. Und wir fahren jetzt hier ganz in Ruhe auf der Piste lang und fahren dann praktisch die Etappe in dem etwas leichteren Teil zur Piste hier. Für uns so mit 50, 60 km/h gut zu fahren, da kann man auch eventuellen Querwind gut ausweichen bzw. auch. Die letzte Etappe
ausgefahren. Immer wieder gab es Stellen, wo es vorsichtig zu fahren galt. Ansonsten ist das Ganze recht abwechslungsarm. Man muss schon aufpassen, dass man nicht unkonzentriert wird, denn immer dann, wenn man denkt, es läuft gerade gut, man sich unterhält oder in der Gegend herschaut, dann kommen Stellen, wo es dann doch heftig Einschläge gibt oder man eigentlich ins Bremsen und Lenken kommt, um drinnen auszuweichen. Also doch in gewisser Weise Konzentration gefragt. Wenn man hier so über die Ebene rollt, dann fragt man sich nur, wo wir die ganzen Wege hinführen werden. Denn immer wieder kommen Pisten von der Seite zur Hauptpiste dazu. Also so zeigt die Pisten ab. Hier also unser aktueller Hauptproblempunkt: die Polyurethanbuchsen haben nicht gehalten. Allerdings schon am ersten Tag der Rallye. Ich habe jetzt hier das Rad entlastet. Und man kann doch sehr deutlich sehen, dass die Buchse gebrochen ist. Und wir hier nicht mehr wirklich viel davon erwarten können. Der hat auch nicht gehalten. Wie das halt so ist. Dritter Tag. Flash schon krumm. Ja. Hier noch ein paar Bilder. Wir haben ja die Sache recht locker angehen lassen und uns durchaus hier und da mal eine kleine Pause gegönnt, um ein paar Bilder zu machen oder sonst wie die Gegend zu erkunden. Hier im Camp die Tankstelle, recht abenteuerlich gehandhabt. Unser kleines Lager hier, nicht ganz so professionell wie die anderen. Wir haben uns damit ein Zelt begnügt. Und ganz wichtig, die allabendliche Dokumentation des Geschehens für das Rallye-Tagebuch. Und wer es noch nicht entdeckt und gefunden hat, hier noch ein Link, wo man unsere Abenteuer nachlesen kann.